Hallo, willkommen zur mitternächtlichen Röhrenstunde. Heute geht es um die Gleichrichterröhre RGN 1404 von Telefunken sowie das Äquivalent die G4100 von der österreichischen Firma Triotron. Wie man auf dem Bild sieht, ist die Telefunken-Variante etwas kleiner und schmächtig, während die Triotron-Variante ziemlich herausragt. Ich habe über die Triotron-Variante kein eigenes Datenblatt, kann jetzt nicht sagen, ob diese Daten von der RGN 1404 abweicht. Die 1404, wie gesagt, ist eine Einweg-Gleichrichterröhre mit 4 Volt Heizung bei 1,3 Ampere Heizstrom für maximal 800 Volt Anodenspannung bei einem maximalen Strom von 100 mA. Die RGN 1404 hat auch eine kleine Eigenschaft, eine Eigenart. Und zwar, es gibt in einigen Modellen eine Seitenschraube. Diese Seitenschraube erlaubt es, die Anode, die am Kopf der Röhre ausgeführt wird, wieder mit dem Sockel zu verbinden. Das Problem beim Europasockel war, dass die Spannungsfestigkeit für 800 Volt nicht so 100% gegeben ist. Und deshalb wurde der Sockel, Entschuldigung, die Anode am Kopf der Röhre ausgeführt, ohne direkte Verbindung zum Sockel. Und wenn ich eine direkte Verbindung bei geringeren Spannungen benötige, kann ich das über eine externe Verbindung von außen nachjustieren. Über den Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme kann man jetzt streiten. Auf jeden Fall bei der Telefunken-Variante ist die Anode nicht im Kolben konnektiert. Das sehen wir gleich auf den Bildern. Wie gesagt, zu den Kurzdaten, die RGN 1404 hat einen Europasockel, vierpolig, ist wie fast alle Gleichrichterröhren direkt geheizt, bei 4 Volt 1,3 Ampere. Meine Variante ist von Telefunken. Und dann schauen wir uns mal die Bilder an. Wie gesagt, fangen wir oben an mit dem Anschluss für die Anode. Die Anode ist typischerweise über eine Wicklung konnektiert. Hier ist natürlich eine Punktschweißung, weil dieser Punkt an der Röhre muss ja etwas mechanisch belastet werden, wenn die Röhre eingefädelt wird und die Röhre dann später konnektiert wird, dass hier natürlich dann kein Glasbruch durch die Spannung entsteht. Deshalb ist dieser Teil in der Röhre etwas beweglich in kleinem Maße. Die Anode hat die typische Stanzung zur Stabilisierung. Die Aufhängung des Heizers sehen wir gleich von der Seite. Die Heizfäden sind auch einzeln konnektiert. Die bilden eine V-Heizung, nämlich vier Stück, also vier Vs nebeneinander. Und man sieht hier, wie gesagt, dass es keine elektrische Verbindung der Anode zum Sockel gibt. Im Quetschfuß ist nur das Getter zu sehen und die Durchführung der beiden Heizkontakte bzw. der Kathode und natürlich der Pumpstutzen. Das hier ist eine Seitenansicht.
Man sieht hier, wie gesagt, die Aufhängung der Kathode, also des Heizers, im typischen Telefunken-Stil. Die Stabilisierung, Stanzung auf der Anode. Die Getterpfanne, das aktivierte Getter und den Quetschfuß, den Pumpstutzen. Hier ist die Öffnung des Pumpstutzens und den relativ dicken Draht zu den Kontakten. Diese Röhren hatten den Nachteil, wenn es eine mechanische Belastung seitlich gab, sei es durch den Transport, war öfters das Problem, dass die Anode einen elektrischen Kontakt zur Heizung hatte, weil sich das System verschoben hat durch den Schlag. Und das ist oft passiert und deshalb prüfe ich solche Röhren immer zuerst mit der niedrigsten Spannung und gehe dann hoch bis zum Sollwert, um halt keinen direkten Kurzschluss auszulösen, wenn wirklich das System so weit verschoben ist. Dieser Fehler tritt meistens nur auf, also sichtbar auf, wenn die Röhre geheizt ist, weil jetzt sich der Heizfaden natürlich etwas ausdehnt und dann die fehlenden 0,0001 mm zwischen Anode und Heizer dann natürlich dann zum elektrischen Kontakt werden. Aber da kommen wir gleich dazu, wenn die Röhre auf dem Neubagger steckt. Das hier ist eine Detailaufnahme des Pumpstutzens. Hier sieht man jetzt nochmal sehr schön, dass, wie gesagt, die Anode keinen elektrischen Kontakt zum Sockel hat, sondern nur die Heizung. Das hier ist die Aufhängung. Die ist jeweils punktgeschweißt. Das hier ist das XXX, das für die Stanzung auf der Anode, für die Stabilisierung. Das ist eine Aufnahme von der anderen Seite. Das hier ist jetzt etwas detaillierter in den Sockel der Röhre. Hier ist, wie gesagt, die Öffnung des Pumpstutzens. Und hier sieht man noch etwas besser die Verbindung von der Röhre zum Sockel. Das ist die Seitenschraube, mit der ich die Anodenkappe mit dem Sockel verbinden kann. Das ist eine Detailaufnahme von der Anodenbefestigung. Das ist, wie gesagt, punktgeschweißt. Hier sieht man die Aufhängung des Heizers. Das hier ist mal etwas höher aufgenommen. Hier sieht man die federnde Aufhängung des Heizers von oben, um zu verhindern, dass der Heizer immer gespannt ist. Oder um sicherzustellen, dass der Heizer immer gespannt ist, um es ein bisschen sinnvoller zu formulieren. Das ist eine Aufnahme des Logos. Und der Typenbezeichnung. Das hier ist nochmal ein etwas Detail der Anodenwicklung, also der Verbindung von der Schraube durch die Durchführung im Glas und dann
zur Anode selbst sowie die Aufhängung der Heizer. Ups, war ja zu schnell. Das ist die Schraube am Kopf. Das ist der Fuß der Röhre. Das ist eine seitliche Ansicht der Aufhängung im Quetschfuß. Und die Punktschweißung des Heizers. So eine Seitenansicht der Anode. Das ist nochmal der Heizer von oben gesehen mit der federnden Aufhängung. Das wiederum ist der Fuß der Röhre. Und das ist die besagte Röhre im Betrieb. Es ist kein Hellbrenner und somit ist die Röhre eigentlich sehr unspektakulär im Betrieb. Sie sieht ähnlich aus wie eine RGN 1064, also normal halt, wie Röhren halt so aussehen. Von dieser Röhre gibt es, wie gesagt, einen Nachbau. Was heißt Nachbau? Ein Äquivalenttyp, das ist die G4100 von Triotron. Das ist eine österreichische Firma. Wie gesagt, von dieser speziellen Röhre habe ich jetzt kein explizites Datenblatt, weil sie sieht aus, als könnte sie ein bisschen mehr Bums vertragen. Weil sie ist, wenn man nochmal sich den Vergleich der beiden Röhren anschaut, sie sind ein gutes Stück größer und auch die Anode hat eine wesentlich größere Oberfläche. Insofern kann es sein, dass, wie gesagt, eine höhere Leistung möglich ist, aber mir fehlt das Datenblatt. Insofern ist jetzt alles spekulativ, was ich jetzt hier sage. Gut, wie gesagt, das ist besagte Röhre. Die mit Spitze. Die Röhre hat interessanterweise keinen Abgriff der Anode am Kopf der Röhre, sondern einen sehr dicken Pumpstutzen. Und es gibt ausschließlich den Kontakt im Sockel. Der Heizer besteht nur aus 3 Vs, im Gegensatz zu den 4 Vs in der Telefunken-Variante. Die Anode wird etwas stabilisiert durch die Durchführung, die im Glas eingeschmolzen ist, also am Glas direkt anliegt. Sie ist nicht direkt eingeschmolzen, aber sie liegt sehr nah am Glas an, was wohl ein bisschen Stabilität gibt. Hier ist das Ganze ein bisschen besser im Detail zu sehen. Das ist die Röhre von der Seite. Sie ist sehr stark gegettert, also das Fotografieren war ein bisschen schwierig, um gescheite Bilder zu bekommen. Zu schnell. Die Anode ist auch leicht geriffelt, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten.
hier ist eine Detailaufnahme der Anode und der Halterung für die drei Heizer, die auch etwas gefedert ausgeführt ist, um sicherzustellen, dass die Heizung immer gespannt ist. Hier ist nochmal ein Detail. Wie gesagt, das ist fotografiert durch den Getterspiegel und ja, es ist nicht unbedingt optimal, aber es geht leider nicht anders. Interessant ist, dass die Feder so ausgelegt wurde, dass der Draht einmal um die Glasperle geführt wurde. Das ist das Ganze von oben, also von der, Entschuldigung, von hinten. Man sieht hier etwas besser die Federung. Das hier ist eine Aufnahme der Halteschraube in der Röhre, die das System auf dem Quetschfuß hält. Hier noch ein Teil der Getterpfanne zu sehen. Und hier die Verschraubung. Das hier ist nochmal eine Detailaufnahme der Anode, die wie gesagt geriffelt ist. Das hier ist ein Versuch einer Detailaufnahme des Logos. Das hier ist die relativ dicke Spitze. Und das hier ist die ganze Röhre von oben. Und das ist die Röhre im Betrieb. Die Helligkeit der Kathode ist jetzt durch die Belichtung ein bisschen verfälscht. Also die Röhre ist in Wirklichkeit etwas dunkler. Sie leuchtet ähnlich wie die RGN 1404. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt auf dem Neuberger mal an, wo wir dann beide Röhren direkt gegenüberstellen. Wie Dieter Thomas Heck so schön gesungen hat, es ist Mitternacht schon am 23.08. So, wir starten mit der RGN 1408, Entschuldigung, 1404, sowie der Triotron G4100 und spannen diese Röhre jetzt auf den Neuberger. Die Beschaltung ist klassisch, also Heizung ist auf Stift 1 und Stift 3. Die Anode ist auf Stift Nummer 2. Es ist ja eine Einweggleichrichterröhre. Und nach Testkarte von Neuberger bin ich im Modus G wie Gleichrichterröhre mit 2,5 Kiloohm Lastwiderstand. Das
Das wäre die gesamte Beschaltung. Und wir fangen an mit der Telefunken-Variante. Und da die, wie gesagt, einen Stöpsel braucht, kriegt die jetzt eine Sonderanfertigung. So, damit wäre das schon mal erledigt. Ein bisschen aus dem Weg stellen, was Ampermeter sieht. So, dann geht's los. So, die Heizung hat Durchgang. Das heißt, ich brauche jetzt zuerst mal 4 Volt Heizspannung. Viel. Das werde ich ein bisschen nachregeln müssen, weil die Röhre hat 1,3 Ampere Heizstrom. Und wie schon vorhin gesagt, um zu verhindern, dass es jetzt allzu viel Funkenflug gibt, falls die Röhre sich verschoben haben sollte im System, starte ich jetzt mal zuerst mit 50 Volt. Und los geht's los. Ich regle mal zuerst die Heizspannung nach. Dass diese möglichst exakt auf 4 Volt ist. Man sieht das leichte Klimmen der Röhre. Jetzt bei der Kampfbeleuchtung hier relativ schwach. Wenn ich jetzt wieder mit fliegendem Wechsel ins Dunkel gehe, ist es etwas besser. Aber bekomme keinen Fokus. Brauchen wir wieder Nachhilfsbeleuchtung. Wird es etwas besser. Das ist die Röhre ungefähr. Gut. Und jetzt keine Lightshow machen, sondern schauen, ob die Röhre funktioniert. So, das heißt, wir schalten mal hier durch auf die Prüfungen. Es wird kein Kurzschluss angezeigt. Und bei 50 Volt Anodenspannung habe ich 6,7 mA Anodenstrom. Gehen wir mal hoch auf 100 Volt. 15 mA. Sie soll haben bei 300 Volt 45 mA, laut Messkarte von Neuberger. Ich bin jetzt bei 150 Volt, habe 23 mA. 200 Volt, 32 mA. 250 Volt, 40 mA. Und 300 Volt, wie nach Datenbestgrad gefordert mit Rechtsanschlag, habe ich 53 mA.
Sie soll haben 45 mA. Insofern würde ich mal sagen, die Röhre ist sehr gut getestet. Die Heizspannung ist noch bei 4 Volt pro Kurzkamm. Passt alles. Insofern bin ich mit der Telefunken-Variante zufrieden. Und wir machen mal weiter mit der Triotron-Variante. Der Neuberger pumpt jetzt, wie gesagt, es fließt ordentlich Strom bei 300 Volt. So, ich schalte auf 50 Volt zurück. Auf 0. So, für die Triotron-Variante wird die externe Anode abgeklemmt. Hier nochmal im direkten Vergleich, also die Triotron-Variante ist ziemlich stark in der Größe unterschiedlich. Und was hier noch liegt, ist eine RGN 1064, die ihren IOL hinter sich hat oder kurz davor steht. Die hat nämlich Luft gezogen. Ob ich von der ein eigenes Video mache, schauen wir mal. Wenn wir hier die Triotron-Variante einstöpseln, die ist übrigens auch einiges schwerer. So, dann rot ist das Licht, die Heizung ist dicht. Wir brauchen 4 Volt. Anode ist noch auf 50 Volt. Ich schalte ein. Und die Röhre zieht anscheinend etwas mehr Strom als die Telefunken-Variante, weil der Spannungsabfall ist kleiner und ich komme nicht ganz auf die 4 Volt hoch, im 4 Volt Bereich. Das heißt, ich halte jetzt hier auf den 6,3 Volt Bereich, bin jetzt im 8 Volt Bereich vom Voltmeter und stelle jetzt hier auf die 4 Volt ein. Auch hier ist die Röhre, wie gesagt, sehr, sehr schwach am Leuchten. Also so sähe es aus bei Kampfbeleuchtung. Und wenn ich jetzt nochmal die Hilfsbeleuchtung einschalte, das ist jetzt komplett bei der Dunkelheit. Man sieht nur gekrissel auf dem Bildschirm. Das ist die Heizfäden. So, die Anode steht auf 50 Volt. Dann gehen wir mal die Testsequenz durch. Scheint kein Kurzschluss zu sein. Und ich habe auch wieder 6,2 mA Anodenstrom. Schalte jetzt hoch auf 100 Volt , 150. , 200. Ja, 35 Milliampere.
250, 40 mA und 300 Volt auch auf Rechtsanschlag, 53,6 mA. Da ich, wie gesagt, von der Röhre kein Datenblatt habe, ist jetzt der Wert gut, weil es, ich sage jetzt mal, derselbe Wert wie bei der RGN 1404. Also das passt. Neuberger brummt. Man sieht auch kein Ionisationsleuchten. Also die Röhre hat keine Luft gezogen. Ich korrigiere mich gerade, man sieht ein leichtes Ionisationsleuchten. Aber sehr schwach, insofern ist es im Normalbereich. Ja, was soll ich jetzt noch weiter zu sagen? Die Röhre funktioniert, beide funktionieren. Mal gucken, ein bisschen mit Hilfslicht experimentieren. Gut, dann Neuberger brummt. Dann wünsche ich danke für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche. Die vorbeifahrende Tram ist meiner Meinung. Und wir hören auf um 0:14 Uhr.